die Geschenke, da Weihnachten bereits vor der Tür steht und bald ist es wieder soweit und langsam kommen so die Gedanken, was schenkt man so den kleinen Kindern in unserem Haushalt. Ich habe für euch ein paar Geschenkideen gesammelt. Es handelt sich hier überwiegend über die nachhaltige, ökologische Produkte und insbesondere bei den Kindern sollte man darauf achten, wo die Produkte herkommen, mit welchen Farben und Materialien werden sie hergestellt und ob sie unbedenklich für unsere Kinder sind. Die Geschenkideen habe ich in Altersgruppen zusammengefasst und mit Zeitstempel versehen, sodass du direkt zu dem Alter springen kannst, was dich interessiert. Dieses Video ist nicht gesponsert. Das sind Spielzeuge, die ich persönlich favorisiert habe, die ich ausgesucht habe. Alle Informationen sind in der Videobeschreibung. Da kannst du Links finden zu den jeweiligen Spielsachen. Für die ganz Kleinen finde ich ein Schaukelpferd ein tolles Geschenk. Das unterstützt die motorische Entwicklung der Kinder. Es werden Gleichgewicht und Geschicklichkeit trainiert. Dieses Schaukelpferd bleibt lange in der Familie erhalten, da es aus hochwertigen Materialien gemacht wird. Und die Kleinen können lange Ausritte mit dem Schaukelpferd unternehmen. Mein Sohn hat es richtig geliebt. Tolles Geschenk für Kinder, die ungefähr 12 Monate alt sind, sind so Nachziehspielzeug oder Schieberfigur. Diese Nachziehfigur Hoppelhase ist schadstofffrei, wurde mit Sojafarben und ohne Chemikalien behandelt. Das hat mir selber gehabt und sehr geliebt. Ich habe für euch noch ein sehr beliebtes Nachziehspielzeug gefunden. Trollinchen wird auch aus Buche gemacht und ist wohl sehr beliebt bei den kleinen Kindern. Des Weiteren habe ich hier noch eine Schiebefigur, die sehr, sehr beliebt bei kleinen Kindern, die gerade angefangen haben zu laufen. Aber noch weit bis ins zweite Lebensjahr wird es gerne bespielt. Der Hersteller hier ist Selecta, der qualitativ hochwertiges Spielzeug in liebevoller Handarbeit herstellt. Gesundheitlich völlig unbedenklich, langlebig, TÜV-zertifiziert und nahezu 100% in Deutschland gefertigt. Was auch sehr toll ist für kleine Kinder, ob Mädchen oder Junge, egal, sind so große Fahrzeuge. Und hier habe ich ein tolles Fahrzeug für euch gefunden, das man personalisieren kann und den Namen des Kindes drauf machen kann, was ein tolles Geschenk zum Weihnachten ist. Vor allem für die Kinder, die sich in dieser Phase befinden, das ist meins. Ich glaube, das kommt sehr gut bei den Kindern an, wenn der Name von dem Kind draufsteht. Und es ist auch nicht verkehrt, den eigenen Namen sich einzuprägen und den zu kennen. Noch ein toller Hersteller, Fagus, stellt sehr schöne, robuste Spielsachen her. Diese Spielzeuge werden im Naturton belassen. Als Schicht wird nur ein durchsichtiger Lack auf Wasserstoffbasis aufgetragen. Die Spielsachen sind sehr robust, qualitativ hochwertig und es könnte wirklich von mehreren Generationen bespielt werden, weil es sehr langlebige Spielsachen sind. Hier habe ich auch noch ein Beispiel von einem Feuerwehrauto, was also auch aus Holz gemacht wird, aber es ist in diesem Fall bunt bemalt oder Polizei oder ein Bus. Die Farben von diesen Herstellern sind aber auch schadstofffrei, darauf wird geachtet und man kann es unbedenklich deinem Kind kaufen. Ein Klassiker bei den Kleinkindern sind die Spielsachen von Grimms, Grimms Regenbogen. Für die ganz Kleinen von 1 bis 2 könnte man ein sechsteiliges Set kaufen, einen kleinen Regenbogen stapeln, ineinander stecken. Das lieben die Kleinen. Das Interesse am Stapeln wächst mit einem Jahr stetig, aber auch mit 3 Jahren wird das Kind sehr gerne mit diesem Spielzeug spielen. Das Spielzeug werden die Kinder dann eher kreativ einsetzen. Das könnte eine Brücke sein, es könnte eine Straße sein, es könnte eine Wippe für Baby sein. Es könnte alles Mögliche sein und die Kinder können dieses Spielzeug in ihre fantasievolle Spiele einbeziehen. Dieses Spielzeug ist ein sogenanntes Open-Ended-Toy, das Spielzeug, was Kreativität der Kinder fördert, aber keine Handlungen vorgibt. Von Grimms gibt es natürlich verschiedene Varianten, verschiedene Sachen. Ich habe jetzt Regenbogen, den Klassiker ausgesucht. Ihr könnt natürlich da auf der Homepage stöbern und schauen, was noch angeboten wird. Auch auf nächstes Spielzeug kann man nicht verzichten in dem Alter. Das ist ein Steckenspiel. Steckenspiel trainiert Hand-Auge-Koordination, Feinmotorik, Wahrnehmung. Zudem wird die Erkennung von Formen trainiert oder auch die Farben, je nachdem, was ihr habt. Es könnten naturbelassene Spielsachen sein. Das wäre reine montessorisches Spielzeug, wo es Isolation der Merkmale ist. Es handelt sich nur um die Formen, wie dieses Set von Krea, das eigentlich auch weiter erweiterbar ist. Das könnte man auch als Bauklötze nutzen und später, wenn man noch ein Set dazu kauft, hat man ein großes Set von Bauklötzen. Man könnte aber auch ein farbiges Steckenspiel aussuchen, wo die Kinder noch dazu Farben lernen. Die lieben es einfach in diesem Alter aufzufädeln, draufzustecken und das Spielzeug wird wirklich ein Hit sein.
Das erste, was mir einfällt in diesem Alter, ist eine tolle Puppe. Es ist egal, ob du Mädchen oder Junge hast, ungefähr mit 2 Jahren fangen die Kinder an, so ein bisschen Rollenspiele zu machen. Und eine Puppe ist ein idealer Begleiter für dieses Spiel. Schön sind die Waldorfpuppen, die Puppen, die aus Naturmaterialien gemacht werden, mit Wolle gefüllt werden oder Baumwolle. Die Gesichtszüge sind ein bisschen dezent, sodass die Kinder selber fantasieren können. Und die sind auch weich, man kann mit der Puppe schlafen. Hier habe ich eine tolle Puppe für euch gefunden von Katie Kruse. Das sind die zertifizierten Waldorfpuppen, soweit ich weiß. Und die Puppen sind von Hand bestickt und von Hand bemalt, sodass es wirklich sich um eine sehr hohe Qualität handelt. Auch von Haber sind die Puppen ganz toll und die kann man auch wiederum personalisieren. Der Name des Kindes auf der Puppe drauf machen, sodass es wirklich personalisiertes Geschenk ist. Und das Kind wird sich sicherlich freuen, wenn der Name draufsteht. In diesem Alter sind auch die Bauklötze sehr beliebt. Die Kinder fangen an, die Bauklötze aufeinander zu stapeln, hohe Türme zu bauen. Deswegen ist es schön, ein Set von Bauklötzen zu haben, mit denen die Kinder ihre Fantasie ausleben können. Ich habe für euch ein paar Hersteller gefunden, die wunderbar sind für dieses Alter. Zum einen sind es Creablocks, wie ich vorher schon gezeigt habe. Diese Bauklötze sind naturbelassen, von hoher Qualität. Die Sets kann man erweitern. Daher kann man sehr, sehr lange mit diesen Blocks spielen. Diese Blocks sind aus Buche und werden in Deutschland hergestellt. Wenn jemand etwas Buntes macht, dann habe ich hier ein sehr tolles Set von Wooden Play. Das sind pflanzlich gefärbte Holzbauklötze. Die enthalten keine Chemie, keine Lacke, keine Zusatzstoffe. Die sind biozertifiziert und werden mit natürlichen Ölen und mit pflanzlicher Farbe behandelt. Die haben wir auch und wir spielen sehr, sehr gerne damit. Noch tolles Set von Tego. Die sind mit Magneten versehen. Das sind 4 Magnete, sodass die Bauklötze aneinander haften bleiben, sodass man natürlich auch viel mehr mit diesen Bauklötzen bauen könnte. Man könnte irgendwelche Figuren bauen, man könnte Häuser bauen. Und es erlaubt Vielzahl von unterschiedlichen Baumöglichkeiten. Faire Herstellung und Förderung der sozialen Projekte zeichnen diesen Hersteller aus. Holzeisenbahn finde ich auch sehr passend für dieses Alter. Ab 2 Jahre ungefähr spielen die Kinder sehr gerne mit Schienen, mit Zügen, egal ob Mädchen oder Junge. Und wir haben dieses Set unserem Sohn zum 2. Geburtstag geschenkt und er hat wirklich das ganze Jahr lang damit gespielt und sehr gerne gespielt und spielt immer noch. Von daher empfehle ich, in so eine Holzeisenbahn zu investieren. Noch ein Geschenk, was eigentlich nicht ein Spielzeuggeschenk ist, aber es ist sehr toll für dieses Alter, ist ein Montessori Learning Tower. Man könnte es natürlich auch selber bauen, aber wer mehr auf Ästhetik achtet, habe ich hier ein tolles Learning Tower aus der Montessori Shop gefunden und es ist ein perfektes Geschenk für 2-Jährige, wenn sie anfangen in der Küche mitzuhelfen, wenn sie wollen sehen, was wir machen. Sie können uns unterstützen und einige Sachen machen, sei es rühren, sei es wiegen, sei es Pizza belegen. Es ist eine sehr große Hilfe und ich empfehle das jedem anzuschaffen. Wir kommen in die Kategorie 3 bis 4 und als erstes, was ich hier vorstellen möchte, ist so ein Straßenset. Das ist wunderbar für Kinder, die Autos lieben, gerne mit Autos spielen. Dieses Set werde ich auch meinem Sohn zu Weihnachten schenken. Hier kann man wiederum verschiedene Straßen bauen. Das ist ähnlich wie Holzeisenbahn, nur halt für Autos. Das Material ist sehr strapazierfähig und biegsam, sodass man das auch irgendwo vielleicht auf dem Strand anbringen kann. Die zeigen das auch, dass man in der Badewanne das dran kleben kann. Auf jeden Fall ist es biegsam, sodass man auch verschiedene Parcours bauen kann und wiederum die Grimms Regenbogen einsetzen kann und die Straße über diese Regenbogen bauen kann. Also ich glaube, man kann sehr viel damit machen und für Kinder, die mit Autos gerne spielen, ist es bestimmt ein tolles Set. Dazu empfehle ich ein Set mit Verkehrsschildern. Es ist toll, das in das Spiel zu integrieren, wenn man mit den Autos spielt. Meine Kinder achten inzwischen ziemlich drauf, was für Verkehrsschilder auf den Straßen sind, was bedeuten die. Das ist eine tolle Möglichkeit, den Kindern Straßenverkehr näher beizubringen, Regeln zu erzählen, aber auch in dieser spielerischen Art und Weise. Ich empfehle auch, in diesem Alter ein Set von Fahrzeugen zu haben. Auch wiederum ist es egal, ob Mädchen oder Jungs. Die mögen zu transportieren. Ich werde nachher noch ein Video machen, was das für ein Entwicklungsschema ist. Das fällt unter ein Entwicklungsschema und die Kinder lieben es einfach, die Sachen zu transportieren. Von daher ist es toll, ein
Autoset zu haben, die gefahren werden können. Achtet aber darauf, dass es auch doch hochwertigere Sets sind, dass die Autos wirklich halten. Wir hatten auch so ein paar Spielzeuge gehabt, die nicht so langlebig sind und wo die Räder mal abfallen, und das ist sehr frustrierend für die Kinder. In diesem Alter ist auch toll, ein Puppenhaus zu schenken. Die Kinder spielen sehr gerne mit Puppen, die versetzen sich in verschiedenen Rollen, die spielen das Leben, was sie so aufnehmen, nach, und Puppenhaus erlaubt denen, dieses Familienleben nachzuspielen, verschiedene Situationen durchzusprechen, was sie erlebt haben, was sie erleben in der Familie. Rühlke ist ein sehr langjähriger Hersteller, die Tradition geht zurück in die 19. Jahrhundert. Glaube ich, ja genau, 1887 wurde das Unternehmen gegründet. Das ist ein Unternehmen mit sehr langer Tradition, das sehr auf Qualität achtet. Und wenn man ein gemeinsames Geschenk schenkt, ja, vielleicht Großeltern, Eltern, man könnte natürlich auch die Ausstattung schenken, ja, und am Ende hat das Kind vielleicht ein sehr großes Geschenk, aber sehr wertvolles Geschenk, was natürlich sehr lange Freude bereitet. Auch das Gorki-Puppenhaus finde ich ganz ansprechend, was die Qualität angeht. Es ist nicht sehr bunt, aber ich glaube, es muss nicht zu kitschig und bunt sein. Die Kinder haben ihre Fantasie und die können das Haus mit Leben befüllen, und es muss nicht alles tapeziert und bunt sein, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich Gorki-Haus für euch noch ausgesucht. Ein passender Geschenk dazu ist ein Set aus Puppenfamilie. Kleine biegsame Puppen, die dieses Puppenhaus beziehen können, ist ein wunderbares Geschenk. Aber auch losgelöst von dem Puppenhaus ist es schön, genauso wie ein Set von Fahrzeugen zu haben, ist es auch schön für Kinder, ein Set von kleinen Puppen zu haben, mit denen sie Rollenspiele durchspielen können. Übrigens, ich habe ein Video dazu gemacht, 10 Spielzeuge, die dein Kind braucht, und eigentlich sind es nicht so viele, und eine Puppenfamilie gehört dazu, meiner Meinung nach. Wenn du noch das Video nicht gesehen hast, werde ich das hier verlinken. Das ist ein sehr wertvolles Video, wenn du das Spielzimmer deines Kindes nicht vollstopfen möchtest und sehr gezielt die Spielsachen für deine Kinder aussuchst. Hier kann man bereits an die ersten Gemeinschaftsspiele denken, an die Brettspiele. Wir haben das Brettspiel von Ravensburger, Maulwurf. Es ist ein tolles Spiel und wir spielen wirklich inzwischen zusammen. Das steht zwar ab 3 und ich merke, dass der Kleinste noch nicht so mitmachen kann, aber meine Tochter, also ich spiele gerne mit meiner Tochter und sie macht es sehr gerne. Es könnte auch so ein Spiel sein wie zum Beispiel ein Stapelturm. Vielleicht muss man Würfel werfen und dann bestimmte Farbe raussuchen, oder es gibt Karteikarten. Ich habe für euch ein paar Hersteller verlinkt. Die wir auch zu Hause haben, sind verschiedene Farben. Also das ist auch wirklich für die ganz Kleinen gedacht. Es könnte auch mit 3 Jahren anfangen oder sogar früher. Also Andrea spielt seit 2,5 dieses Spiel, wo es hier eigentlich um die Farben geht und um die Feinmotorik. Ja, man muss präzise arbeiten, so dass der Stapelturm nicht zusammenfällt. Solche erste Gemeinschaftsspiele, die bringen den Kindern bei, den Regeln zu folgen. Auch Schulen, die Problemlösungsfähigkeiten. In diesem Alter wollen die Kinder auch in sozialen Gruppen sein, mit anderen interagieren. Die können auch abwechselnd spielen. Von daher bietet sich das an, in diesem Alter die ersten Brettspiele einzuführen. Auch ganz normales Domino kann man mit 4-Jährigen spielen. Ich habe das auch vor kurzem mit meiner Tochter ausprobiert. Das hat sie ganz schnell begriffen. Und ja, solche Spiele wie Dame oder Domino kann man auch in diesem Alter langsam einführen. Für die kleinen Konstrukteure, die irgendwas bauen möchten, finde ich auch diese Bauklötze wunderbar von Kappler. Das ist auch eine sehr bekannte Marke. Die Bausteine sind naturbelassen, die werden aus Holz gemacht, und es gibt unzählige Möglichkeiten, was dein Kind aus diesen Steinen machen kann. Im Prinzip ist es eine sehr gute Alternative zu Lego. Man könnte verschiedene Sachen bauen und je nachdem, wie groß dein Set ist, dementsprechend groß sind die Türme, die die Kinder da errichten, und die sind richtig stolz drauf. Und das fördert richtige Konzentration, Feinmotorik, Wahrnehmung, ja, logisches Denken.
Und ich glaube, es ist ein sehr tolles Geschenk für Weihnachten, was das Kind auch jahrelang begleiten wird. Das nächste Spielzeug, was ich gerne vorstellen möchte in dieser Kategorie, aber die haben natürlich auch Spielsachen für verschiedene Altersgruppen, das ist der Hersteller aus der Schweiz, Geomag. Das sind Magnetbaukästen. Ihr wisst, ich mag Magnete, also meine Kinder spielen auch sehr gerne damit. Ich glaube, viele Kinder lieben es, zu testen und zu gucken, wie das sich verbindet. Für ganz Kleine gibt es einfache Magnetbaukästen. Und für die Großen können sie da bereits verschiedene Konstruktionen rausbauen. Es könnte sich drehen. Die können verschiedene Experimente mit Magneten durchführen. Und ich glaube, das ist ein richtig tolles Spielzeug für verschiedene Altersgruppen. Das Letzte, was ich hier erwähnen möchte für diese Altersgruppe, sind verschiedene Musikinstrumente. Die könnte man langsam einführen. Die Kinder sind sehr musikbegeistert, vor allem in diesem Alter. Es ist nicht verkehrt, eine Musikschule anzufangen zu besuchen. Es könnte eine einfache Ukulele sein oder vielleicht ist es mal eine Melodika, was das Kind bereits in Berührung mit einem echten Musikinstrument kommen kann und bereits die ersten Töne herausgeben kann. Das begeistert die Kinder. Ich zeige es euch, was wir auch haben. Wir haben noch so eine, ich muss nachschauen, wie das heißt. Es ist ziemlich einfach zu spielen, weil die Noten sind mit Ziffern beschriftet, sodass die Kleinen die ersten Melodien selber spielen können, weil es ist ziemlich einfach zu folgen. In der Kategorie ab 5 habe ich hier für euch einen tollen Hersteller gefunden, Matador heißt der. Das sind naturbelassene Bauklötze, die man zusammen verbinden kann. Und hier kann man wirklich alles Mögliche zusammenbauen, für die Jungs insbesondere, die vielleicht sehr gerne irgendwas basteln, irgendwas zusammenschrauben. Ich glaube, das ist ein sehr tolles Spielzeug für Kinder. Für Mädchen könnte man zum Beispiel eine Strickgabel schenken. Ja, ich glaube, in diesem Alter mögen die Mädchen auch irgendwas zu basteln. Diese Sachen fördern Geschicklichkeit, Konzentration, sind super für die Feinmotorik. Wenn du nach weiteren Ideen suchst, was du deinem Kind zu Weihnachten schenken kannst, schau bitte diese Videos an. Hoffentlich habt ihr ein paar Ideen jetzt gesammelt, was ihr eurem Kind zu Weihnachten schenken könnt. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!